Hallo, ich stehe hier mitten auf dem UN-Campus in Bonn. Beethoven und Bonn, das kennt jeder. Aber wir haben hier ja auch die Vereinten Nationen oder UNO oder UN. So, und die Vereinten Nationen sind genau hier im alten Bundesregierungsviertel, wo über Jahrzehnte die Bundespolitik gestaltet wurde. Unter anderem hier in dem sogenannten Langen Eugen. Kommt mal mit, ich zeig's euch. Shaping a sustainable future. Daran arbeitet die UN. Und die Sekretariate wollen ja alle auch irgendwie die Welt retten. Kennt ihr schon die 17 Ziele, auch SDGs genannt? Spätestens jetzt kennt ihr sie. Wusstet ihr schon, dass Bonn seit 25 Jahren offizieller UN-Standort ist? Die Stadt hat sich somit quasi zur deutschen Stadt der Vereinten Nationen entwickelt. Das ist quasi wie das Genf oder New York der Deutschen geworden. Und solltet ihr für die UN arbeiten, wäre das euer Boss, Antonio Guterres. Alle reden über den Klimawandel, Climate Change, Global Warming. Und die Vereinten Nationen in Bonn sorgen mit rund 450 Mitarbeitenden dafür, dass die Abkommen auch eingehalten werden. Und mit der eigenen Photovoltaikanlage. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte Bonn sogar die Welthauptstadt der Nachhaltigkeit. Die Zentrale des UN-Klimasekretariats, oder auch UNFCCC genannt, sitzt hier in Bonn. Being home to UN climate change also means that Bonn is home to the most important issue facing humanity. It's where the convention, the UNFCCC, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement have all taken shape and reflect the world's collective plans to address climate change. Right here in Bonn. Sie kümmern sich um die CO2-Senkung und um die Einhaltung der Klimaabkommen. Und passend zum 25. Jubiläum der UN in Bonn kommt das 25. Sekretariat hinzu. So, und jetzt treffen wir Juan Carlos Villagrande León von UN Spider. Oh ne, falsche Etage. So, jetzt habe ich die Treppe genommen, aber wenigstens ein Nachhaltigkeitsziel erreicht. UN Spider stands for Platform for Space-Based Information for Disaster and Emergency Response. And it's a program established by the United Nations since 2006 to facilitate access to space-based technologies for disaster management, with a particular focus on developing countries. Knapp 1000 Menschen arbeiten hier am UN-Campus in Bonn und sie verleihen der Stadt ein internationales Flair, Diversity, Vielfalt. Und das kennt man ja auch schon aus Zeiten der Bonner Republik. Und schaut es euch mal an, so viele verschiedene Sekretariate. 1979 fing es schon an mit dem Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden, wild lebenden Tierarten. Und die sind seit 83 hier in Bonn beherbergt. Aber jetzt geht's erstmal rüber zu den UN Volunteers. Well, last year, almost 10,000 UN volunteers have helped the United Nations to do its work in more than 150 countries. Bonn is our global headquarters, but we have teams and colleagues in almost every time zone, from Marshall Islands to Mexico. The sun never sets on UNV. Just this morning, somebody might have arrived in Burkina Faso as a UNV election officer, while in Bangladesh, a UNV nurse is vaccinating a village. For that to happen, many stars had to align and somebody had to click the button here in Langen Eugen. So, jetzt bin ich auf dem Dach des Langen Eugen in Bonn und muss zugeben, ich bin echt überrascht. Bonn ist wirklich ein enorm wichtiger Standort für nachhaltige Entwicklung.